Schnulziger Bachelorbrief. Janine Christin verteidigt sich. Romantisch oder peinlich? An dieser Frage scheiden sich gerade die Geister der Bachelor-Zuschauer. In der vergangenen Folge schrieb Kandidatin Janine Christin Wallat dem Rosenkavalier Daniel Wülz einen seitenlangen, schnulzigen Liebesbrief. Eine Aktion, für die Brünette Beauty viel Kritik einstecken musste. Jetzt verteidigt sie ihren Liebesbeweis. Vor allem Christins Konkurrentinnen fanden ziemlich harte Worte für ihren rührseligen Brief. Mit ihrem neuesten Instagram-Post beweist die Rosenanwärterin aber, dass sie sich nicht für ihren literarischen Gefühlsausbruch schämt. Ganz im Gegenteil. Sie ist offenbar stolz, so viel Mut aufgebracht zu haben. Zu einem Bild von sich und Daniel schrieb sie: "Sei dir nie zu schade, etwas zu unternehmen, was dein Leben verändern würde. Es könnte dein Glück sein." Und mit dieser Strategie scheint sie zumindest bei den Bachelor schon einmal gut anzukommen. Immerhin konnte sie so eine Rose von dem 32-Jährigen ergattern und bleibt damit noch im Rennen um das Herz des TV-Junggesellen. Könnt ihr verstehen, dass Christin den Liebesbrief geschrieben hat? Stimmt ab.